Hi meine lieben Schnutis und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird es ein Mukbang geben. Ich habe mich heute einfach schlicht für Brot entschieden. Ich hatte keinen Bock irgendwie auf Wrap irgendwie so. Ich habe erst überlegt, ob ich dieses Pizza-Wrap mache. Habe ich aber irgendwie auch keinen Bock zu gehabt. Also Brot ist einfach jetzt gerade okay. Bevor ich mit dem Video starte und ein bisschen was erkläre, beziehungsweise ein bisschen was erzähle, wie auch immer, wie mir was einfällt hier. Ich drehe heute Nachmittag ein Q&A. Ich habe ganz viele Fragen von euch bekommen, auch auf Instagram. Und ja, eine Zuschauerin hat mich da auf die Idee gebracht, dass ich doch mal wieder ein Q&A machen könnte. Deswegen, wenn ihr Fragen an mich habt, dann schreibt mir das doch sehr, sehr gerne jetzt unten in die Kommentare rein. Drückt hier einmal auf Pause und schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Dann kann ich eure Kommentare auch berücksichtigen und eventuell das eine oder andere dann auch beantworten. Falls ihr offene Fragen an mich habt, dann wäre jetzt auf jeden Fall die richtige Chance. Und yes! Falls nicht, dann nicht. Aber ist ja nur eine Frage von mir. So, ich würde mal sagen, ich fange jetzt an zu essen. Ich habe übrigens gerade meine Haare gewaschen. Ich habe so Hunger. Eine Sache kann ich jetzt gerade beantworten, die ist mir noch im Kopf hängen geblieben, bevor ich das vergesse und dieses Kommentar auch vergesse. Bezüglich meinem stillen Reflux. Also ich muss sagen, jetzt, gerade zu diesem Zeitpunkt, habe ich keine Symptome bezüglich diesem. Ich habe zwar dieses Knacken in meinem Kehlkopf, ja, das nennt man aber irgendwie auch anders. Clicking, keine Ahnung, wie man das nennt, keine Ahnung. Das ist mir Clicking auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass ich das habe. Also meinem Hals geht es jetzt zu diesem Zeitpunkt eigentlich ganz gut. Also ich habe weder irgendwelche Beschwerden oder sowas, deswegen. Ja, mein Arzt hat zwar gesagt, dass ich diesen stillen Reflux habe, ich bezweifle es. Keine Ahnung, weil ich esse ganz normal in Mengen, die ich möchte. Ich esse sogar abends was, kurz bevor ich schlafen gehe. Ich habe mir gestern eine ganze Tüte Chips reingepfiffen. Probleme hatte ich irgendwie jetzt keine. Also ich kann dazu jetzt gerade nicht viel sagen. Ich kann sagen, dass ich einen absolut beschissenen Hausarzt habe, ja, den auch absolut beschissenen Hals-Nasen-Ohrenarzt habe, der seinen Job auf jeden Fall nicht gut macht und dem einfach alles scheißegal ist. Ich meine, Leute, ist ja überhaupt gar kein Problem und sowas, ne? Aber wenn man beim Hals-Nasen-Ohrenarzt einen Termin macht und es gibt halt einfach, glaube ich, nur zwei in Cuxhaven. Ich will jetzt auch nicht den Namen vom Arzt sagen, das sage ich auch gar nicht. Ich will dann seine Fähigkeiten eigentlich auch gar nicht in den Dreck ziehen, aber wenn man einen Termin macht, ja. Es gibt drei Ärzte insgesamt dort. Wenn man bei den zwei Ärzten fast ein Jahr warten muss, dass man da irgendwie drankommt, wenn man jetzt nichts so Dramatisches hat. Und bei dem Arzt einfach nur eine Woche warten muss, bis man einen Termin bekommt. Dann weiß ich nicht, wie gut dieser Arzt ist. Okay, gut, dass ich so schnell drangenommen worden bin. Aber als ich da reingekommen bin, habe ich mir einfach nur gedacht, jo, alles klar, der Arzt hat absolut keinen Bock auf sein Leben. Der chillt da so. Leute, wirklich, ich kam rein, er chillt da so auf seinem Stuhl. Wie kann ich helfen? Okay, ich sag dem so meine Probleme, sag dem so, was passiert ist, woran es vielleicht eventuell liegen könnte. Und dann sagt er zu mir, nee, glaube ich nicht. Kein Kontakt, also keine Erklärung, wieso es nicht so ist. Nee, also ich glaube, du verwechselst ja irgendwas. Bruder, alles klar, okay. Ich habe die Schmerzen, ich erzähle dir gerade, was ich habe, aber Hauptsache kann ich sein, ne? Also egal, was ich erzählt habe, egal, wie ich meine Schmerzen beschrieben habe, ich habe zu dem gesagt, ich habe einen Knacken im Hals, ja? Und er so, nee, das kommt von den Ohren. Ich so, nein, im Hals. Er so, nee, kommt von den Ohren. Ich habe keine Ahnung, was ich habe, Leute. Ich weiß nicht mal, ob diese Säureblocker geholfen haben oder nicht, die ich einen Monat getrunken habe. Ich habe nebenbei noch Antibiotikum genommen. Ich habe keine Ahnung, was bei mir angeschlagen hat, aber ich glaube eher das Antibiotikum, weil ich kann ja jetzt gerade vernünftig leben, in Anführungsstrichen, ohne große Probleme zu haben. Klar, dieses Knacken im Hals kann einen Tag richtig, richtig krass sein. Kann dann am anderen Tag aber wieder richtig gut sein, also dass ich das nicht merke. Es gibt Tage, da kriege ich fast Depressionen, weil einfach dieses Knacken mich einfach so hart aufregt. Wie heute. Heute ist, glaube ich, ein schlechter Tag. Ich kann aber dagegen nichts machen. Ich kann mit zwei Sachen gegenwirken, die mir persönlich sehr, sehr gut helfen. Zum einen ist es ein Hals- und Rachentee von DM. Der kostet 70 Cent. Mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe jetzt die letzten zwei Tage keinen getrunken.
Und ich merke wieder, okay, irgendwie wird es ein bisschen schlimmer. Nicht ganz, aber ein bisschen. Ich glaube, dass er mir wirklich unglaublich hilft. Und dann hat meine Zuschauerin, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, mir solche Lutschtabletten empfohlen. Und die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Ich glaube, die Marke heißt Egger Rachen. Rachen, boah, wie heißen die Rachen? Ich stopp mal kurz, Leute. Ich muss mal gucken, wie die heißen. So, wieder da. Das Ganze heißt Rachenputzer. Genau, wie es bei Rossmann kostet, ca. 1,49 €. Und die helfen mir unglaublich gut. Die Zuschauerin, sofern ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, hat chronische Halsschmerzen. Falls ich das jetzt noch richtig erkläre, ich hoffe ja. Sie hatte von 4 Wochen, also von ein, also 4 Wochen im Monat, hatte sie 3 Wochen davon Halsschmerzen. Und deswegen, ja, hat sie dann diese Lutschtabletten da geholt, also diese, ne? Und es ist wohl besser geworden. Bei mir ist es genau dasselbe. Also, ich habe das nicht mehr so krass wie vorher. Aber ich muss einfach den Tee weiter trinken. Oder ich binde mich jetzt einfach an den Tee. Inwiefern der jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Weil es ist ein Arzneitee, da muss man halt aufpassen. Aber solange der mir hilft, ist es egal. Ich werde gleich mal beim Hausarzt noch anrufen. Ich will, dass sie mir mein Blut abnehmen. Und einfach mal gucken, wie es um meinen Werten steht, weil ich habe in den vergangenen Wochen oft Medikamente zu mir genommen. Sei es Säureblocker, sei es Antibiotikum, zweimal in einem sehr kurzen Zeitraum. Schmerztabletten und so weiter und so fort. Ich will einfach gucken, ob meine Blutwerte immer noch auf einem gesunden Stand sind. Ich weiß es nicht. Oder ob allgemein einfach alles gut ist. Vielleicht habe ich ja irgendwas. Das Problem ist, bei meinem Arzt muss ich ein bisschen lügen. Ich muss ihm gleich irgendwas sagen, dass es mir nicht gut geht. Ich glaube, ich werde gleich einfach sagen, jo, Alter, ich habe öfters mal Kreislaufprobleme. Ich habe in den letzten Wochen oft Medikamente genommen. Jo, kann man vielleicht checken, ob meine Blutwerte gut sind. Weil ansonsten muss ich die Blutabnahme bezahlen. Ich meine, wenn man jung ist, dann juckt das einen überhaupt nicht. Ja, aber ich sag mal so, lasst euch abchecken. Als ich jung war, also jung, jung, ich bin zwar erst 21, ja, aber ich zähle nicht mehr zu den 18-Jährigen, 17- oder 16-Jährigen. Leider, ich fühle mich zwar immer noch so, aber bin ich leider nicht mehr. Ich sehe mich auch immer noch nicht als Frau. Also wenn man mich als Frau anspricht, Leute, das ist für mich so, Bruder, ich wurde eigentlich immer als, zu mir wurde Mädchen gesagt. Also früher sagt man so, ja, dieses Mädchen. Und jetzt sagt man, ja, die Frau da. Und ich denke mir jedes Mal, sehe ich so alt aus. Bruder, sehe ich so alt aus. Das ist schon fast eine Beleidigung, ey. Naja, auf jeden Fall. Als ich das letzte Mal eine Blutabnahme haben wollte, musste ich da rumlügen bis zum Abwinken, dass es mir schlecht geht und bla bla bla, etc. pp. Damit mir Blut abgenommen wird. Im Endeffekt war alles in Ordnung. Aber das gleiche muss ich jetzt wahrscheinlich wieder tun. Ansonsten kostet die Blutabnahme irgendwie 25, 30 Euro. Worauf ich hinaus wollte, ist aber einfach, desto älter man wird, desto mehr Untersuchungen lässt man an sich machen und man ist auch bereit, das Ganze zu bezahlen. Also ganz ehrlich, ich wäre bereit, beim Frauenarzt 100 € nochmal drauf zu zahlen, nur damit die einen scheiß Ultraschall machen, um zu gucken, ob alles super oder in Ordnung, also beziehungsweise ob alles in Ordnung ist. Ich lasse mir 2 Muttermale entfernen. Mein nächster Termin beim beim Hautarzt ist, dass die mal meine ganzen Muttermale, weil ich habe mehr Muttermale, als eigentlich normal ist. Gerade hier meine ganze Schulter ist voll. Und da muss man das Ganze halt einfach mal abchecken lassen, dass man das Ganze kontrolliert. Das muss man auch selbst bezahlen. Bei meiner Schwester wurde zum Beispiel auch Muttermal entfernt, also wurde entfernt, weil dein Muttermal sehr auffällig war. Also war zwar klein, aber auffällig. Deswegen am besten mal abchecken gehen.
Dann kann der Hautarzt gucken, okay, muss raus, muss nicht raus. Und ich möchte mir einfach mindestens einmal im Jahr Blut abnehmen lassen. Jetzt gerade in diesem Zeitraum letztes Jahr habe ich mir Blut abnehmen lassen. Und ich würde mir gerne halt einfach auch dieses Jahr Blut abnehmen lassen. Einfach um zu gucken, ob alles gut ist. Gerade jetzt mit diesen ganzen Medikamenten, die ich nehmen musste. Vielleicht fehlt mir ja irgendwas. Das mit dem Schwindel ist gar nicht so gelogen. Also ich hatte in den vergangenen Wochen öfters mal Schwindelanfälle. Ja, gerade als ich meinen Harnwegsinfekt habe, weil das kann man, glaube ich, mit diesem Infekt irgendwie in Verbindung bringen, weil gerade als das da angefangen hat, war mir wirklich krass, krass schwindelig. Ich glaube einfach, mein Körper war in dem Moment krass überfordert. Manchmal muss man ein bisschen lügen. Ich halte nichts von Lügen, sage ich ganz ehrlich. Ich halte nichts von Lügen. Sag lieber die Wahrheit. Aber manchmal, gerade bei Ärzten, hast du manchmal keine andere Wahl, als einfach rumzulügen, also zu lügen bis zum Abwinken, nur damit du irgendwie deine Untersuchung bekommst. Das Problem in Cuxhaven ist auch, du kannst nicht einfach zu irgendeinem anderen Arzt gehen. Man ist mittlerweile in Cuxhaven ortsbedingt gebunden. Das heißt, wenn du in diesem Ort wohnst, musst du auch zu dem Hausarzt, der in deiner Nähe ist. Das heißt, der erste Hausarzt, der bei dir in Frage kommt, das wird dein Hausarzt. Und nur der wird dich aufnehmen. Bist du 6 Kilometer irgendwo weiter weg zu einem Hausarzt, kommst du da nicht hin. Du kommst da nicht hin. Es sei denn, du ziehst in die Ecke um, dann kannst du den Hausarzt wechseln. Aber ansonsten nimmt dich kein anderer Hausarzt auf. Weil die überfüllt sind bis zum geht nicht mehr. Das ist das gleiche wie mit dem Zahnarzt. Du kannst mittlerweile in Cuxhaven nicht einfach zu jedem Hausarzt, ja, Hausarzt auch, aber Zahnarzt gehen, zu dem du möchtest. Du gehst zu dem, der in deiner Nähe ist oder bei dem du als Patientin bist. Ich war bei einem Zahnarzt, wo ich früher gewohnt habe. Das Problem ist an der ganzen Sache, meine Eltern sind vor 5 Jahren umgezogen, 6 Jahren sogar mittlerweile umgezogen. So, und das ist einfach zu weit weg. Ich habe früher Mitte Cuxhaven gewohnt. Ja, also wirklich in Cuxhaven, Cuxhaven. Das tue ich nicht mehr. Meine Eltern wohnen nicht mehr richtig in Cuxhaven. Die wohnen jetzt im Landkreis Cuxhaven, kann man sagen, aber nicht mehr in Cuxhaven. Und auf jeden Fall wollte ich zu einem anderen Zahnarzt gehen und der meinte so, ja, wo waren Sie denn vorher? Er hat gesagt, vorher habe ich in NRW gewohnt und davor war ich dann da und da. Ja, der ist ja noch da, da können Sie ja hinfahren. Ich so, Alter, das ist zu weit weg, Mann. Da muss ich echt eine Weile hinfahren. Und nein, nicht so eine Weile, aber trotzdem eine Weile. Und ich bin nur irgendwie in diesen Zahnarzt reingerutscht, weil meine Mutter seit 1900 schieß mich tot bei diesem Zahnarzt ist. Und der Zahnarzt gesagt hat, ja, ist okay, wir nehmen jetzt ihre Tochter hier auch noch auf. Ansonsten hätten die mich auch nicht genommen. Und meine Mutter ist damals in diesen Zahnarzt reingerutscht, beziehungsweise ist als Patientin da genommen worden. Weil als sie nach Deutschland gekommen sind, haben sie in diesem Ort in Cuxhaven haben die gewohnt. Und da war sie dann natürlich auch Patientin dann. Und dann sind die halt umgezogen, nochmal umgezogen und dann bin ich auf die Welt gekommen. Halt so ganz viele Sachen. So, ich trinke jetzt meinen Chai Latte aus mit Zimt und Vanille oder sowas. Super, super lecker. Von Krüger war das. Richtig, richtig lecker. Ich finde den sogar besser als den von Rossmann. Der ist wirklich, probiert den einfach mal. Der kostet 2,69 € um den Dreh. Ja, ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag und Däumchen nach oben, Kommentar und über ein kostenloses Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüssi.